Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Crankist und einem weiteren Part Half-Moon Friends of Mineral Town für den Game Boy Advance. Oh, jetzt im Schmied wollt mal gucken. Deswegen machen wir das jetzt, glaube ich, mal auch. Denn unsere Sichel müsste langsam mal aufgerüstet werden. Und der Schmied hat sogar offen, ne? Meistens hat er ja gar nicht offen, wenn ich irgendwas von dem will. So, dann haben wir hier das. Hier mit Mithril, 5000. Mensch, das ist für uns ein Schnäpp. Das ist wirklich ein Schnäpp, ey. Wir haben 35.000. Wir sind so reich. Natürlich können wir jetzt erstmal nicht zum Schmied gehen. Das ist natürlich scheiße. Hätte ich mir den Melkapparat vorher gekauft. Ja, Melkapparat. Das ist kein Melker mehr. Das ist ab jetzt ein Melkapparat. Ein Melkapparillo. Ist das ab heute? Puh. Ich hoffe ja jetzt nicht. Was? Concurrent? Ach, sieht heute froh aus. Gut. Concurrent hat auch sein Zeug schon. Dann gucken wir mal hier rüber. So. Hier, werde groß und stark. So hat man auch uns schon drum gekümmert. Ich frage mich immer noch, wann der Opa kommt. Dass das Pferd endlich mal groß ist und satt ist und wir drauf reiten können auf der Farm, ne? Das müsste langsam mal passieren. Oder kommt er im Frühling? Kommt er nach einem Jahr? Ich glaube fast, dass er nach einem Jahr kommt. So, jetzt muss ich natürlich. Beim Schmied gab es bestimmt eine Angel. Okay, dann werden wir jetzt mehr im Schnelldurchlauf das alles machen. Dass wir jetzt bis zum Werkzeug auf jeden Fall die Episode machen. Bis wir das Werkzeug bekommen. Und dann würde ich mir nämlich ein Melkapparillo kaufen. Eine Angel wäre nicht schlecht, dass wir das halt haben. Aber ich habe gerade ein wunderbares Deponia-Poster vor mir hängen. Das war in der Deponia. Ja, wie nennt man es? Deponia, ist das eine Box? Eine kleine Box, ja. Das ist eine normale Edition, wo halt drauf steht, limitierte Sammelauflage. Da war ein Poster mit dabei bei Deponia. Sieht super aus. Kann man ja auch mal. Was ist denn jetzt? Krangus, ich hoffe, du kannst mir helfen. Ach nee, nicht das. Ich glaube, ich kann ihm da nicht helfen. Ich habe vor dem Bürgermeister der Nachbarstadt angegeben und ich muss ihm heute weißes Gras bringen. Tut mir leid, wenn ich dich überfalle, aber nur du kannst aushelfen. Ja, das können wir also tatsächlich. Wir helfen ihm mal, sicher. Ich wusste, dass man sich auf dich verlassen kann. Ich komme ungefähr 19 Uhr und hole es ab, okay? Ich bin dir sehr dankbar. Neben Harvest Moon zocke ich auch zurzeit viel. Oder das heißt viel, ich vernachlässige das ein bisschen, aber hab mir ja wie gesagt Animal Crossing gekauft. Wild World ist ja der DS-Teil. Animal Crossing, Let's Go to the City war das, genau. Let's Go to the City. Und macht eigentlich auch Spaß. Also bei Animal Crossing würde mir ja nur noch dieser Farming-Aspekt fehlen, der jetzt bei, ich würde schon sagen bei Half-Life, der jetzt hier bei Harvest Moon so stark vertreten ist. Wenn das bei Animal Crossing noch wäre, das wäre super. So, die Mine, ich weiß nicht, ob man die uns jetzt im ersten Jahr schon vornehmen, ich denke mal nicht. Weil, naja, macht noch nicht viel Sinn, wenn man noch nicht alle Werk. Obwohl, ich muss mich da erst wieder belesen. Vielleicht in der nächsten Woche gehen wir in die Mine rein, aber ich muss mich da erstmal belesen. So, ich hoffe, dass ich jetzt auch irgendwo weißes Gras finde. Hier natürlich nicht. Weißes Gras, wo gibt's das denn? Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass es hier irgendwo weißes Gras gibt. Übrigens, so viel zum Thema Schnelldurchlauf, ne? Ich habe mich noch nicht mehr um meine Tiere gekümmert. Hier ist kein. Hier oben vielleicht. Das ist hier oben weißes Gras. Da bin ich nämlich froh, wenn ich das dann einmal habe. Dann habe ich meine Ruhe. Du bist das auch hier, Krangus? Ja. Sieht so aus, dass ich hier bin. So, hier. Ich finde die Fragen auch immer putzig. Also, natürlich bin ich hier, sonst würde ich doch nicht dastehen. So, hier oben auch nicht.
Wollt ihr mich gerade verarschen? Ich möchte mein... Da war weißes Gras. Junge, siehst du das weiße Gras? Ich muss es nur mitnehmen. Dann kriegt es der Bürgermeister. Bitte nehm es auf und schmeiß es nicht weg. Ich wusste das. Ich... Zu 99,9%... Ich kann mir diese Tasten nicht merken. Ich hoffe... Guck mal, das ist, glaube ich... Harris, der Postbote. Hat dich irgendwas gestört, Krangus? Ach nee, das ist kein Postbote. Ich glaube, das ist ein Polizeibeamter. Dieses kleine Dorf hat nämlich, glaube ich, auch einen Polizeibeamten. Ich hoffe, dass ich am Strand jetzt wenigstens noch was finde. Sonst ist der Bürgermeister wirklich böse auf uns. Vielleicht lässt er uns auch erhängen dafür. Man weiß es ja nicht. Aber ihr müsst doch noch weißes Gras sehen. Scheiße. Okay, ich glaube, wir sind so gut wie tot. Der bringt uns um. Aus der Sache kommen wir nicht mehr lebend raus. Über den Erntewicht denn vielleicht noch könnte sein. Ganz, also mit ganz viel Glück, aber... Oder beim Friedhof? Kein weißes Gras? Nein, nicht. Scheiße. Ich meine, ich könnte jetzt einfach mal so zurückspulen, aber Jungs, das wäre Beschiss. Und da mache ich das nicht unbedingt. Abgeschlossen, na klar, ist Sonntag. Sonntag ist ein Scheißtag. Das ist natürlich auch die Begründung dafür, warum das Gras weggefallen ist, warum ich es weggeschmissen habe. Es ist Sonntag. Sonntag ist der totale Scheißtag. Da kann es alles nur schief gehen. Geht gar nicht anders. Was hat der Schmied eigentlich gesagt? In 2 Tagen soll ich vorbeikommen, oder? So, erstmal kümmere ich mich um die Tiere. Das ist das Wichtigste. Das habe ich nämlich wieder ganz vernachlässigt. Sollte ja eigentlich ein wichtiger Aspekt sein in House Moon. Dass man sich um die Tiere kümmert. So, der bekommt immer 2. Wie viel hat denn der überhaupt noch? Ach, 75 Einheiten, das geht ja noch. Wie gesagt, wir haben jetzt 35.000. Ich weiß nicht mehr, woher wir es haben. Ich denke mal, durch das ganze Ananas-Gelumpe. Im Sommer wird es gekommen sein, dass wir da so viel hatten dann. So, dir geht's immer noch nicht wirklich gut. Dir geht's gut. Gut, dann kannst du da unten ruhig sterben. Wir haben genug Eier hier. Nein. Wer ist denn da überhaupt so krank oder nicht so gesund? Guck ich gerade mal. Oh, sieht man gar nicht. Doch. Son Gohan. Hui, Son Gohan ist also traurig. Tja, war in Dragon Ball auch nicht anders. Immer nur rumgeheult. Papa, Papa, nein, Piccolo, Piccolo. Immer nur am Rumheulen. Also, ich bitte dich, das ist doch peinlich. Das ist doch schlimm. Ich muss doch nicht abziehen hier. So, also Son Gohan, mal gucken, wie es ihm morgen geht. Wie gesagt, wir haben noch so einen Trank. Und da ist es nicht das große Problem, den jetzt zu heilen, wenn es dem dann doch nicht so gut gehen sollte. Kipp mal halt wieder Wasser drüber, wie das üblich ist. Ja, muss sich bloß waschen. Dann geht das nämlich, dann geht es ihm etwas besser. Ich hoffe übrigens nicht, dass man hört, dass ich ein bisschen verschnupft bin. Das wäre nämlich blöd, wenn man das richtig hört. So. Schlafen wir nämlich einfach, dann kriegen wir keinen Ärger vom Bürgermeister. Sofern er jetzt nicht früh vom Brett steht. Das wäre mir sehr peinlich. Er gibt natürlich groß vom anderen Bürgermeister der Nachbarstadt an. Und ja, wir sagen natürlich, mach mal für dich, Babo. Und dann passiert sowas, das ist schon extrem peinlich. So, er ist aber nicht zu Besuch gekommen, wahrscheinlich hasst er uns nun und will uns gar nicht mehr sehen. So, heute gucken wir dann auch nochmal kurz im Schmied, wenn es soweit ist. Aber als allererstes tun wir das, was wir sonst so vernachlässigen. Wir schauen nach unseren Hühnern. Übrigens, kleine Frage zwischendurch. Gefällt euch Harvest Moon noch als Projekt oder sagt ihr bringt es langsam mal zu Ende, es macht langsam keinen Spaß mehr. Es ist immer dieselbe Scheiße. Oder sagt ihr... Immer noch geil, es macht Spaß, es zuzuschauen, beim Labern zuzuhören, mach weiter. Einfach mal
unten schreiben, vielleicht damit ich eine kleine Resonanz habe, ob es denn noch Spaß macht hier überhaupt. Ne? Ich erzähle hier die ganze Zeit und dann nicht, dass ihr euch, nicht, dass ihr davor sitzt und denkt, Alter, halt die Fresse. Was will der von uns so nach dem Motto? So, die Kuh kümmern wir uns noch, kriegt heute aber nur einmal zu fressen. Wir müssen ja auch mal konsequent sein, ne? Wir dürfen die Kuh nicht so verwöhnen. Das wird sonst noch eine Promi-Kuh. Ähnlich wie Olaf das Promi-Huhn. Lebt das überhaupt noch? Lebt Olaf noch? Nein, Olaf ist schon lange tot. Richtig, Olaf das Promi-Huhn haben wir ja damals mit Tränen bestattet. So. Dann stellen wir uns jetzt erstmal vor den Laden, vor den Schmiedeladen, vor die Schmiede, vor die Spieleschmiede von Bethesda. Oh, der Controller quietscht aber auch so. Das ist das Einzige, was ich am Xbox One Controller übrigens am besten, besser finde, oder an der Xbox One, den Controller. Die kostet immer noch 100 Euro mehr. Und Kinect muss immer noch angeschlossen werden, dieser Schnickschnack. Also von daher interessiert mich die Xbox One immer noch nicht. Nicht wirklich. Also ich werde mir wahrscheinlich eine PS4 holen. Und eine Grafikkarte. Also erst eine Grafikkarte und dann danach, später die PS4. Wahrscheinlich. Mal gucken. Weil Computer ist ja... Ich fand das ja so putzig, das muss ich jetzt noch erwähnen. Wie EA einfach mal meinte... die haben ja jetzt für FIFA und so weiter, für die ganzen Sportstitel, die neue Ignite Engine. Und da meinte EA halt einfach mal so, nein, für den PC wird die Ignite Engine nicht benutzt, denn die Ignite Engine ist zu mächtig für den PC. Natürlich, die Ignite Engine ist zu mächtig für den PC. Sonst noch ein paar Hirngespinste im Kopf, EA? Wie kann... Nee, also... Ich meine, die Next-Gen-Konsolen haben viel auf dem Kasten, das ist klar. Aber der Computer ist und bleibt, was das angeht, also ein guter PC bleibt da wirklich noch davor. Also das schlagen die Next-Gen-Konsolen lange nicht, was der PC da zu bieten hat. Und wenn EA dann sagt, ja, die Ignite Engine ist zu mächtig für den PC. Ach, das ist doch nur eine faule Ausrede. Ich frage mich aber, wir können ja mal spekulieren, ich frage mich aber... Warum macht EA diese Aussage? Ich hätte gerade absolut keine Idee, warum so eine Aussage für EA von Vorteil sein sollte. Aber nun gut, wenn EA sagt, die Ignite Engine ist zu mächtig für unseren PC, dann wird das so sein. Und wenn hier steht, der Schmied hat Donnerstag geschlossen, dann sollte der eigentlich erst Donnerstag geschlossen haben und nicht heute. Also können wir heute doch noch nicht zum Schmied. Wir können aber mal montags ja zu Karen, die besuchen. Also wie gesagt, das fand ich ziemlich... Naja. EA, das... Ernsthaft. Seid doch mal ehrlich. So, die liebe Karin ist natürlich noch nicht da. Da haben wir jetzt Pech gehabt, müssen wir warten. Und zwar warten wir hier bis zum nächsten Part in der nächsten Woche von House Moon Friends of Mineral Town. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Macht was draus. Haut rein, euer Krangus. Macht's gut.